Hi und herzlichen Glückwunsch zu deinem Ski Color Master. Jetzt bist du auf dem Weg, ein Ski Color Master Experte mit deiner eigenen Factory zu werden. Heute werden wir gemeinsam den Ski Color Master auspacken, einstellen und die verschiedenen Formulierungsmöglichkeiten ausprobieren. Spare nicht nur Geld, sondern auch Zeit und erstelle jederzeit frische Haarfarben auf Knopfdruck. Mit dem Ski Color Master bekommst du dein eigenes Mini-Farblabor in deinem Salon, um jede Farbe zu kreieren, die du dir nur vorstellen kannst. Mit nur 12 Kanistern können alle gewünschten Kolorationsdienstleistungen angewendet werden. Die neuesten Technologien in Verbindung mit unserer Kreativität schaffen ein ganz neues Salongefühl. Also begleite uns auf unsere Ski Color Master Reise. Gemeinsam werden wir nun den Ski Color Master auspacken, aufstellen und die zusätzlichen Teile installieren. Zu beachten ist, dass der Karton des Ski Color Masters aus zwei Teilen besteht. Der obere Teil lässt sich einfach nach oben ziehen und dann können wir Styropor und Schutzfolie vom Color Master entfernen. Jetzt stellen wir den Color Master auf. Dazu greifen wir zu zweit in die dafür vorgesehenen Einkerbungen am Boden des Ski Color Masters und platzieren ihn an der vorgesehenen Stelle. Zu beachten ist, dass der Ski Color Master einen stabilen, sicheren und ebenen Untergrund benötigt. Alle vier Füße müssen vollständig auf dem Untergrund Platz finden. Jetzt können die restlichen Werkzeuge aus dem Ski Color Master entnommen werden. Als erstes entfernen wir den zur Sicherung angebrachten Kabelbinder und lösen das angeklebte USB-Kabel. Zur Sicherung des Karussells befindet sich in der Kanistervorrichtung Schaumstoff, den wir nun ebenfalls entfernen können. Dazu müssen die Verschlüsse geöffnet werden. Wir ziehen den Karussellarm anschließend nach vorne und heben den an. Dies sollte nur von einer Person durchgeführt werden, um Verletzungen zu vermeiden. Das ist die Zierleiste. Sie schützt den Innenraum vor Verschmutzung und fixiert die Abtropfschale. Sie wird mittig in der vorgesehenen Öffnung eingesetzt. Die abgeflachte Seite muss dabei nach links zeigen. Kommen wir jetzt zur Abtropfschale. Sie hilft, das Innere des Ski Color Masters sauber zu halten. Produktreste können auf diese Weise einfach und schnell beim Weiterdrehen abgestreift werden. Auf der linken Seite des Color Masters befindet sich nun die Einbuchtung, in die die Abtropfschale eingesetzt wird. Hierbei ist darauf zu achten, dass die vorgesehene Stopper auf der Unterseite der Schale in die vorgebohrte Löcher einrasten. Zur Reinigung kann die Schale einfach herausgenommen und mit Wasser gereinigt werden. Wir empfehlen, die Schale täglich zu reinigen, um hartnäckigen Verschmutzungen vorzubeugen. Das ist die Wagenplatte, mit der wir die Skifarbschale richtig platzieren können. Wir setzen sie ein, indem wir das Rohr an der Unterseite vorsichtig auf die Waage aufstülpen. Kommen wir jetzt zum wichtigsten Gegenstand, den Color Master Kanister. Zunächst muss jeder Kanister ca. 10 Sekunden lang horizontal geschüttet werden. Dann kontrollieren wir die Öffnung der Kanister und richten das so aus, dass der Pfeil auch direkt zu Düsenkopf ausgerichtet wird. Durch den Transport kann in den Kanister ein erhöhter Druck entstehen. Das sollte man immer prüfen und ihn gegebenenfalls beseitigen. Hierfür geben wir über einen Mülleimer oder einen Waschbecken ein wenig vom Produkt ab, indem wir auf den Düsenkopf drücken. Durch den Druck in den Kanistern kann das Produkt hierbei ein wenig aus dem Kanister herausspritzen. Jetzt können wir die Kanister nach Nummern sortieren und in das Karussell einsetzen. Dazu heben wir den Karussellarm an und setzen den Kanister vorsichtig und ohne Druck mit dem Düsenkopf in das Schlüsselloch ein. Wenn der Kanister richtig angesetzt ist, setzen wir den Karussellarm auf den Kanister. Hierfür ziehen wir den Arm nach vorne, um die Spange zu platzieren. Dann schieben wir den Arm mit den Handballen wieder zurück, bis wir ein Klicken hören. So setzen wir nur alle Kanister nacheinander ein. Jetzt überprüfen wir noch einmal, ob alle Kanister richtig angesetzt
und die Karussellarme geschlossen sind. Dazu drücken wir diese noch einmal mit der Hand nach hinten. Das Stromkabel versorgt zu einem den Kalamaster und zum anderen das enthaltene Tablet mit dem nötigen Strom. Um nun den Kalamaster in Betrieb zu nehmen, schließen wir das Stromkabel an. Zu guter Letzt haben wir das Lenovo Tablet. Damit steuern wir den Ski Kalamaster. Zum Schluss setzen wir das Lenovo Tablet ein. Dieses wird in die dafür vorgesehene Tablet-Halterung eingesetzt und mit der Feststellvorrichtung fixiert. Die Schraube soll hierbei nicht zu fest und nicht zu locker gedreht werden. Es reicht aus, wenn das Tablet sich nicht mehr mit der Hand bewegen lässt. Anschließend wird das USB-Kabel mit dem Tablet verbunden. So, jetzt ist dein Kalamaster ausgepackt und installiert. In den nächsten Videos erfährst du, wie du dein Gerät einrichtest und einsatzbereit machst.